Sorry, das war eine ziemlich lange Pause. Denn wir, ich, haben uns viel Gedanken gemacht in den letzten Wochen über die Zukunft unserer Kirche. Wohin geht die Reise? Auf ganz vielen Ebenen wird darüber nachgedacht. Und unter anderem auch in Berlin. Da komme ich gerade wieder zurück mit 15 Kolleginnen und Kollegen und unserer Chefin, der Pröbstin Kallis, die wir in Berlin unterwegs waren und uns ganz viel angeguckt haben, wie Kirche in Zukunft aussehen könnte, wenn es so weitergeht wie im Moment. Also Zahlen sinken, Dinge verändern sich, wir verlieren Leute und gewinnen manche Erkenntnis. So zum Beispiel in den letzten Tagen in Berlin, mit ganz vielen Menschen gesprochen zu haben, die davon erzählen, wie sie genau damit umgehen, dass es nicht wie bei uns noch 30-40% Menschen gibt, die in der Kirche sind, sondern 1-10%, die noch in die Kirche gehen, die noch dazugehören, die etwas gestalten wollen. Und siehe und staune, da passiert eine ganze Menge an Kreativen, was Menschen sich ausdenken und sagen, wir haben diese und jene Idee. Nein, das ist vielleicht nicht die ganz große, aber sie ist lebendig und sie ist grün und sie will blühen und wir brauchen Unterstützung von der Gesellschaft, von den Menschen um uns herum, von denen, die Lust haben, etwas mitzugestalten. Das war spannend. Es hat Mut gemacht, zuzuhören, zu fragen, zu vergleichen und zu sagen, ja, wie macht ihr das denn, Kirche der Zukunft? Da wird viel gebaut, da werden Schulden gemacht, um Dinge zu gestalten, um zu bauen und Einnahmen zu akquirieren, Gelder einzunehmen später, weil die Kirchensteuer sich verändern wird und. Von A bis Z wird da vieles auf den Kopf gestellt und neu gedacht, was wir uns noch gar nicht richtig vorstellen können. Wir machen das jetzt schon, obwohl wir noch relativ gut dastehen. Es sind immer noch viele da, die kommen, aber es werden weniger. Und statt sich frustrieren zu lassen und zurückzustehen, sagen wir uns, auch mit dieser Fahrt nach Berlin, lass uns nach vorne schauen, wieder mal und ganz neu. Lass uns schauen, was haben wir für Möglichkeiten? Wer sind die Menschen, die Lust haben, mit uns weiterzumachen oder neu anzufangen? Das macht Spaß. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Kirche der Zukunft. Zu schauen, was ist möglich. Und dann können wir wieder sagen, wie im Gottesdienst, ja, und das Ganze von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.